Ferienende. Doch nicht alle müssen gleich die Schulbank drücken. Boah, Alter! Nach dem Sommer ist endlich Erntezeit. Die heißen Rosaria, die Roten. Irgendwann in den nächsten Wochen können wir noch mal graben. Da werden wir immer noch welche finden, dass die Ostereier suchen. Na, wenn die Gartenlehrerin Frau Stöhr das sagt. Man findet immer noch welche. Säen, häufeln, Unkraut jäten, wässern. Vor dem Lohn steht die Mühe. Die lernt total, dass das hier Arbeit ist. Machen Sie sich keine Hoffnung, Herr Vogt. Weil man muss bereit sein, sich zu bücken. Man muss bereit sein, sich die Finger dreckig zu machen. Man muss sich wieder bücken und nochmal bücken und nochmal bücken. Dass das so viel mit Bücken zu tun hat, Gartenarbeit. Eine neue Erfahrung ist aber auch, dass wer sich schmutzig macht und schwitzt, Wunder auslösen kann. Kartoffeln kriegen Kinder und aus winzigen Samenkörnern wachsen dicke Kohlrabis. Ja, das wird hier erlebt. Jede Woche ist Gartengruppe durchs ganze Schuljahr. Die Irena-Sendler-Schule in Hamburg-Wellingsbüttel. Es ist April, Zeit zu säen. Beim Neubau wurde beschlossen, wir wollen einen Schulgarten, einen richtig großen. Statt Rasen, Gartenvielfalt, ein Klassenzimmer unter freiem Himmel. Den Weg dahin ebnete die Lehrer- und Elterngemeinschaft, spendete Kraft und Energie, Geld und Freizeit. Am Ende reichte die Einsatzbereitschaft sogar zum Anlegen eines großen Teiches. Und das sprach sich offenbar in diesem Frühjahr sofort unter den Grasfröschen herum. Ja, es ist irre und wir haben so viele, wir haben so gigantisch viele. Wer von euch hat schon mal den Begriff Metamorphose gehört? Also, das ist das, was wir hier erleben. Ein Wesen, was am Anfang so aussieht wie Froschleich, über eine Kaulquappe hin zu einem ganz anderen Wesen wird. Eine komplette Umwandlung. So, ich hole mal die Gläser. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. Hier. Das ist mega interessant. Ein großes Anliegen von mir ist, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen auf Details, also auf die kleinen Dinge. So ein Auge zu entwickeln, also ein Auge für bestimmte Dinge in der Natur. So einen Blick zu schulen. Die Gartengruppe ist aus verschiedenen Schulklassen. Sie haben das Fach selbst gewählt. Interesse am Lebendigen ist also da. Guck mal, die ganze Entwicklung seht ihr hier, ne? Das ist der Geschlechtsakt der Frösche und die produzieren den Laich. Ne? Nimmst du? Levin kennt sich aus. Am Anfang sind sie so in Eiern sozusagen und dann schlüpfen sie langsam raus und dann sehen sie später so aus. Genau. Und dann kriegen sie langsam Beine. Mhm. Und dann am Ende verliert es auch sogar den Schwanz hinten. Ne? Ja, dann geht der sozusagen zusammen und dann sieht man erstmal richtig die Beine, wie sie sich auseinanderziehen. Mhm. Genau, und der Frosch, ne? Dann sieht es immer mehr nach Frosch aus. Sie setzen die Kaulquappen in den tiefen Bereich, weil sie im Flachen von Vögeln rausgefischt werden. Wir wollen die abdecken und schützen vor den Raben. Wie Kaulquappen zu Fröschen werden, diese Chance zur Beobachtung lässt sich Susanne Stöhr nicht durch hungrige Raben nehmen. Mal sehen, ob wir so die Kaulquappen retten. So, alle mal herkommen. So, nicht hier übers Beet, da ist ein Weg. Und der führt in den Gemüsegarten. Ich würde vorschlagen, dass ihr eine Reihe hier macht. Achtung und zack. Etwas tun, was man noch nie gemacht hat. So geht's gleich los. Guck mal, da hinten. Sie sind Großstadtkids. Doch Tamina kennt ein wenig von der Gartenarbeit. Angelina auch, durch den Opa. Nee, ihr macht lange rein, in die Richtung. Okay? Mit dem Abstand dazwischen, damit man dazwischen gehen kann und Unkraut jäten kann. Für viele ist das komplettes Neuland. Die haben, wenn es hochkommt, einen Balkon, ne? Und vielleicht ein paar Blumentöpfe. Und das war's dann, ne? Ja, das machst du genau richtig, Tamina. Das ist total klasse, wie du das machst. Dann sage ich auch immer, ihr müsst euch trauen, die Hände schmutzig zu machen.
Man muss was anfassen können. Man muss was anfassen wollen auch. Man muss mit dieser Erde in Berührung kommen wollen. Okay, das ist zu tief. So, ihr habt jetzt Zwiebel hier, ne? Ja. Wie ist es bei euch mit der Saattiefe? Saattiefe 2 cm, Pflanzenhalde 15 bis 20. Möhre, Radieschen, Ringelblume. Guck mal, das wäre jetzt Ringelblume. Jamie, Tamina, fast alle haben noch nie eine Pflanze ausgesät. Dass die Kinder sich das vorstellen können, wie aus einem kleinen Körnchen nachher eine Möhre kommt oder ein Blumenkohl. No way. Das haben die nicht. Das können die sich nicht vorstellen. Auch Angelina möchte Blumen. Ja, das sieht gut aus. Genau. Und weißt du was? Du nimmst dieses Tütchen mit den Ringelblumen. Jedes kleine Körnchen ist eine Blume. Also lass sie nicht wegfliegen. Alle 4 cm legst du ein Körnchen rein. Da, da, da. Okay? Die Mädchen wünschen sich als erstes Blumen. Die Jungs was Essbares. Aurel und Adrian säen Zwiebeln. Frau Stöhr hat gesagt, dass es Monate dauern wird, bis sie die essen können. Von diesem Saatkorn bis zur vollständigen Pflanze. Das braucht einen super langen Atem. Das ist nichts für schnelle Erfolge oder schnelle Sichtbarkeit, sondern das ist etwas, wo du ganz, ganz langsam beobachtest und dann kommt was raus und dann geht es weiter. Hier, ihr seid da, müssen wir das jetzt reinpacken, hier. Das ist in so einer Klickgesellschaft, also Mausklickgesellschaft. Das passt ja gar nicht da rein. Passt überhaupt nicht da rein. Weil du eben nicht gleich ein fertiges Bild hast oder eine fertige Pflanze. Geschweige denn einen dicken Blumenkohl. Das ist Blumenkohl. Wir sind gespannt, ob es was wird. Tut ihr das in eure Reihe da rein? Ja, machen wir. Wer Blumenkohl, Möhren und Erbsen ernten will, muss Geduld erlernen. Du bist eigentlich zur Langsamkeit verdonnert, im Grunde. Und das in unserer Welt, in unserer Zeit, weil es so schnell geht. Eine echte Herausforderung. Wasser ist kostbar. Was wachsen soll, braucht viel davon. Auch Paul. Paul, Paul, du sollst das Beet machen. Pass auf, dass du nicht die Saat kaputt machst. Wir wissen nicht, ob da alles aufgehen wird, Blumenkohl und Brokkoli und so. Und das Abenteuer ist zu gucken, kommt da was oder kommt da nichts. Jetzt muss ich sagen, jetzt muss das Beet befeuchtet werden. Nein, du lässt die Finger noch auf. Ey, das wird umgestellt. Zweimal pro Woche ist Gartenunterricht. Gleich nach Ostern wollen sie Kartoffeln pflanzen. Einmal die Kartoffeln, Leute. Das hier ist Goldsegen. Und die Sorten dürfen nicht vermischt werden. So, nächster bitte. Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Rosara. Das ist eine rosa Kartoffel. Die hat einen rosa Schimmer. Die kleinsten sind die für Pommes. Pass auf, dass die Keimlinge nicht abwehren. Ich hab's gehört. So, wir haben verschiedene Sorten Kartoffeln. Wir werden die in die Erde tun. So tief wie eine Schaufel, wie das Schaufelblatt. So tief kommt sie in die Erde. Was passiert dann mit dieser einen Kartoffel in der Erde? Und Felix? Es bilden sich neue Keime und die Keime wachsen und wachsen und bilden irgendwann neue Kartoffeln. Genau. Also ich mache das jetzt mal mit dem Fuß. Den wenigsten Schülern ist klar, wie das entsteht, was sie fast täglich essen. Kartoffeln ist ja ein Nahrungsmittel, was sie in Säcken kauft im Supermarkt. Und hier sollen sie verstehen, dass aus einer einzelnen Knolle, einer Mutterknolle, ganz viele Kartoffeln entstehen. Also, ihr macht ein Loch. Unlocker ist, macht man so. Und jetzt kann man es da unten mit den Keimlingen nach oben. Warte. Ne? Wachsen nach oben. Und jetzt habt ihr quasi einen Fuß Abstand. So. Von da, von der Kartoffel bis zur nächsten. Und da stecht ihr das nächste Mal rein. Der Garten macht Arbeit. Nicht alle finden das cool. Und man muss ja auch noch wissen, was man wann und wie macht. Man muss sie schon manchmal zu ihrem Glück zwingen. Also damit sie dann
eine Erfahrung machen, wie jetzt beim Kartoffeln setzen, die sie dann verstanden haben, um dann sich darin auch sicher zu fühlen, in dem, was sie tun. Und dann fühlen sie sich wohl. Dann fängt die Freude an eigentlich, ja. Also die erste Kartoffel, die du da reinsteckst, ist die Mutterkartoffel. Wie viele Kartoffeln entstehen wohl aus ihr, Melek? Pro Kartoffel so 3-4 Stück. Und Felix? Es können halt so 4-5, aber es können auch so 10 rauskommen. Jimmy? Ich schätze mal so rund um 100, 200 werden das bestimmt. Aus dem ganzen Beet hier. Haben wir richtig was zu kochen. Wachsen braucht seine Zeit, sagt Susanne Stöhr. Wir treffen uns Freitag. Alles, was lebt, braucht Zeit zum Reifen. In der Natur, aber auch bei uns Menschen, meint sie. Also Wachsen ist ja sowas Langsames. Ob es nur um inneres oder äußeres Wachsen geht. Also ein paar. Wie geht's denn unseren Kaulquappen eigentlich? Oh ja, hier sind ganz viele. Die mögen flaches Wasser. Hier auf jeden Fall auch, Klavo. Die sind hier überall unter dem Glas. Ja, das ist total gut mit dem Netz. Das hat geholfen. Hier sind ganz viele. Boah. Ja, hier sind nur noch ganz, ganz kleine. Die Arbeit ruft. Doch Levin, Paul und Melek können sich kaum losreißen. Boah, schön der ganze Schlecker. Oh mein Gott, hier ist ein richtig großer. Boah, hier. Hallo, bewegt euch. Paul hat's bemerkt. Das ist krass, wie die sich jetzt in 2 Wochen richtig entwickelt haben schon. Das wird richtig cool, wenn die bestimmt groß werden. Dann sind hier ganz viele Frösche. Erstmal bekommen die so kleine Beine, dann werden sie so ganz, ganz kleine Frösche. Ja. Und dann werden sie zu großen Fröschen. Alles wächst jetzt, auch im Gemüsegarten. Winzig klein, doch unübersehbar und genau dort, wo sie die Samenkörner etwa 2 Wochen zuvor in die Erde taten. Radieschen sind schnellwüchsig, doch die wilden Kräuter rundherum sind es auch. Guck mal, hier ist ganz viel Unkraut. So, das sind Unkräuter. Das hier ist Unkraut. Und das müsst ihr vorsichtig machen, damit ihr das Pflänzchen, was vielleicht in der Nähe ist, das sieht sehr nach Pflanze aus, das hier. Für Tamina ist die Gartenarbeit ganz okay. Andere finden sie eher uncool. Viele wollen ja auch in diesem Alter cool rüberkommen. Und wenn man so cool bleibt, dann bleibt man ja auch so ein bisschen in Distanz und gibt sich nicht so hinein ins Anfassen oder in das Tun. Das ist ja auch etwas, was vielleicht auch erst gelernt, geübt, auch getan einfach werden muss. Und das ist bei Schülern zu sehen, dass das mehr wird. Dieses sich kümmern und in dem Zuge auch die Verantwortungsübernahme für das eigene Händewerk eigentlich. Hallo, es ist Adrian, du machst bei der Saat. Nein, hier ist Saat. Hier ist Saat. Und da auch. Hier ist Saat. Was ist gesät? Was wächst wild? Die Saat muss geschützt werden. Hä, die Linie. So ein. Plötzlich wird so winziges ganz wichtig. In der Woche drauf erlaubt Frau Stöhr im Garten das Handy. Das Teil ist ja an den jugendlichen Körper angetackert, wie sie gern sagt. Ich habe jetzt volle Kante auf dein Gesicht. Ich weiß. Auch sexy. Hier in der Schule haben wir ein striktes Handyverbot. Genau deswegen benutze ich das dann, weil sie das so gerne mögen, dass sie dann damit Suchaufträge bekommen. Frau Stöhr. Wunderschön. Guck mal, wenn man das so ranzoomt, dann kann man richtig in diese Blüte reingucken. Siehst du das? Guck mal, da sind die Härchen. Siehst du? Doch sagenhaft. Toll, Melek. So, jetzt guckst du noch mal beim Teich. Da gibt es auch ganz tolle Blumen. Ein Auge muss ja geschult werden. Man muss das lernen, wohin man schaut. Das ist nicht einfach da. Und das? Also. Ja, worauf kam es dir da an? Einfach auf die Blüten da drinnen so. Ja, das ist Johannes. Nee, Johannesbeeren. Ja, das sind Johannesbeeren, ne? Schön. Und da hinten ist eine Quitte. Mach mal noch Fotos von dieser Quitte und von der anderen und guck mal, ob die Blüten verschieden sind. Okay. Ich bin überzeugt davon, dass kein Schüler jemals vorher sich genau eine Blume angeguckt hat. Diesen unglaublichen Aufbau von dieser Blüte, wie perfekt Natur aufgebaut ist. Das ist meine Hoffnung, dass das rüberkommt bei so einer Aufgabe. Okay.
Es regnet viel zu wenig, sagt Frau Stör. Regen bringt Segen! Nein. Tut nicht so, als wenn ihr aus Zucker seid. Es regnet! Paul mag Wasser. Der Regen ist das Beste, was es gibt. Gehört alles dazu, wenn man in der Natur ist, dass es regnet. Alle mitkommen, bitte. Komm. Es ist Mai. Regen und Wärme beschleunigen das Wachstum. Alter, was ist hier bei unserem Blut? So, ich stehe mitten in den Kartoffeln. Die kommen nämlich langsam raus. Dieses hier, ne? Da kommt die Kartoffel langsam raus. Dieses Unkraut ist wichtig für Insekten. Das hier ist Knoblauch, Rauke. Und man kann es essen. Das hier? Sagt Frau Stör. Davon sollt ihr so ein Blatt abpflücken. Ihr braucht ein Blatt Knoblauch, Rauke. Ein Blatt Löwenzahn und jetzt noch auf die Suche gehen nach einem Gänseblümchen. Knoblauchrauke, der Name verrät's. Doch wie schmeckt Löwe? Hier, das ist ein Löwenzahn, ne? So, das hier. Normalerweise geht man einkaufen und kauft sich seinen Salat. Aber was die Natur dann so dazu beitragen könnte, zu so einem bunten Salat, das ist einfach großartig. Zum Beispiel Gänseblümchen. Haben wir keine? Wir sehen keine. Ich glaube, die wachsen hier nicht so gut. Wir gucken hier nochmal. Hier waren wir doch gerade. Es gibt keine. Ich glaube, da nicht nochmal lang. Das hier sind welche. Hier, hier ist Gänseblümchen. Die haben die Köpfe noch zu. Es ist mir wichtig, dass die Schüler auch merken, so das, was so achtlos am Wegesrand existiert, dass es etwas ist, was wir essen können und was dazu noch hochgradig gesund ist. So, ihr habt jetzt drei Sachen in der Hand. Das erste ist die Knoblauchrauke. Und? Sie stinkt ein bisschen. Das probieren wir jetzt mal. Nein! Eschen, das sind alles essbare Wildpflanzen. Das sind viel lecker. Ja, das ist, daraus kann man Pesto machen. Das esse ich nicht. Das ist richtig lecker. Schmeckt nach Knoblauch. Schmeckt nach Knoblauch, ne? Das ist ja normal irgendwie, dass sie sich abgrenzen müssen und wie machen müssen vor Dingen, die neu sind oder die man unter ihresgleichen nicht tut. Das ist normal. Jetzt kommt das kleine Gänseblümchen. Ja, okay, das kann man essen. Ja. Essen bitte. Ich mach das. Oh, Levi. So, Aurel. Ja, hau rein. Lecker. So. So. Und jetzt? Einfach ganz im Mund nehmen. Auch den Stängel. Ja. Es ist anders. Wer hat herausgefunden, wie das schmeckt? Bitter Alkohol. Richtig. Es schmeckt bitter. Da sind Bitterstoffe drin. Diese Art von Unkraut ist super gesund. Und nicht vergiftet. Super gesund. Juni. Aus Blüten wachsen Äpfel. Ich kriege schon so ein ganz bisschen rote Färbung. Die Johannisbeeren reifen. Und es wachsen nicht nur die Radieschen. Alle haben alle Hände voll zu tun. Der Garten ist ein Handwerk. Das schaffen wir alles mit unserer Händearbeit. Das ist was ganz Großartiges, finde ich. Das vergisst man einfach nicht wieder. Weil man es körperlich ja, angefasst, begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Gärtnerei spendete Setzlinge. Sie trösten darüber hinweg, dass nicht alle Saat aufging. Derweil haben sie Übungen im Umgang mit Erde und Pflanzen. Und die Lehrerin beobachtet bei vielen eine Veränderung. Ich erlebe so, dass diese Berührungsängste, irgendetwas im Garten anzufassen, dass das weniger wird. Also mit der Natur so in so einen direkten Kontakt zu treten, dass das einfach, dass das weniger wird. Und das ist natürlich schön. Dieses Anfassen wird vielleicht einfach normaler. Der Schulgarten ist ein Gemeinschaftsprojekt. Eltern und Lehrer packen in der Freizeit an. Sonst wären die Gartenlehrerin und ihre Gruppe überfordert. Unter den Vätern sind Handwerker und ein Gärtnermeister, die Know-how und Maschinen mitbringen. Mütter und Kinder halten den Wildwuchs in Schach. Ein Schulgarten braucht viele Gärtnerinnen und Gärtner. Mitte Juni hört Melek ein Quaken am Teich. Ösal beobachtet herangewachsene Kaulquappen, die noch nicht quaken können. Froschfreund Levin ahnt es. Ein erwachsener Frosch hat den Schulteich entdeckt.
Da, der ist hoch, glaube ich. Der ist hoch. Warte. Ja, ich will den sehen. Ja, der ist jetzt unter einer Alte, oder da. Was? So? Oh, ganz so, genau. Ja. Da. Man sieht richtig die Augen. Da unten. Was, bei den Algen da vorne? Bei ja. Den, über den Steinweg hier, rüber. Da ganz unten. Oh nein, hier. Da, guck mal, bei den Algen. Da ist der Frosch. Ja, ich sehe nicht. Aber der ist in den Algen da drin. Auf so. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ah, krass. Der ist auf dem Steinweg in den Algen. Ja, das ist ja toll. Ein bisschen seine Augen gucken raus. Ach so. Bleib mal stillstehen, damit er nicht weg. Ist klar. Was willst du? Können wir gehen? Und der ist ja cool. Der sieht toll aus. Ich trau mich. Die Arbeit ruft, beziehungsweise Frau Stöhr, heute zum Kartoffeln häufeln. Also nehme ich von hier ein bisschen Erde. Kartoffeln, die ans Licht wachsen, werden grün und ungenießbar. So, und diese Pflänzchen müssen jetzt von zwei Seiten, da muss Erde angeschüttet werden. Attacke. Attacke ist ein Lieblingswort von Frau Stöhr. Doch sie bewegen sich derweil auch ohne Aufforderung. Hast du gut gemacht. Es hat sich was verändert. Ich merke das bei den Schülern. Die sind so heiß drauf, in ihre Beete zu gehen, um zu gucken, was da passiert ist. Wie ist das Wachstum? Dieses Wunder zu erleben, dass daraus eine Pflanze entsteht. Hat sich was. Also eigentlich ist es genau das, was ich will. Eine Schulschnecke macht sich vom Acker, um nicht unter die Sneaker zu kommen. Oh. Guck mal hier unter die Blätter. Richtig schöne, dicke Radieschen. Dann darfst du mal eins rausziehen. Kann ich auch eins rausziehen? Guck mal, die sind sogar schon ein bisschen angefressen von Tieren. So, jeder darf ein Radieschen rausziehen. Was ist? Ja, ihr dürft alle eins rausziehen. Zeig mal. Das sieht doch prachtvoll aus. Das ist eure Ernte hier. Oh, guck mal, das ist richtig groß. Na, das kennt keiner eigentlich. Du kaufst ja alles fertig verpackt, zusammengebündelt, gesäubert. Allein dieser Prozess, du hast es gesät, es ist gewachsen. Dann ist es soweit, du darfst jetzt rausziehen. Dann ziehen wir die raus. Ja, okay, und dann haben wir da Erde dran. Das heißt, wir müssen es abwaschen, dann müssen wir es noch putzen und ja, uns fertig machen, dass wir es essen können. Aber auch alles schon angefressen, oder? Ja, wir müssen sie jetzt Jimmy's abwaschen. Nicht. Wir gehen die Waschmaschine. Machen sie jetzt schick gleich. Eben aus der Erde gezogen. Frischer kann man es nicht essen. Und sie bekommen nicht viel. Was? Kleine. Also, das Erlebnis dieser Direktheit, das hat man fast nicht mehr. Also, ich esse es da, wo es herkommt. Das ist doch großartig. Können Sie das hier noch sagen? Ja, gib mal her. Spaß an. Ja, du liebst es mittlerweile. Wie schön. Ein Tag vor den Sommerferien. Wer das kleine Gefäß voll hat, kriegt auch noch eins von mir. Wir haben irgendwann angefangen, die wahrzunehmen, wie die immer röter wurden, diese Johannisbeeren, bis wir sie jetzt tatsächlich pflücken konnten. Zwischen blühenden Ringelblumen wird mit der Gabel gestrippelt, wie Frau Stöhr das nennt. Selten war es in der Gartenstunde so ruhig, sagt sie. Das Gute. Nein. Das beglückt mich zutiefst, wenn ich die Schüler sehe, wie sie da einträchtig am Boden sitzen. So still heute. Das war ein Traum. Die haben es richtig genossen. Also, ich wünsche euch schöne Ferien. Wünsche ich Ihnen auch. Ihnen auch. Danke. 6 Wochen, keine Schüler. Doch die Natur entwickelt sich weiter. Alles würde vertrocknen und überwuchern, wenn nicht ein Vater, der Gärtnermeister ist, sich kümmern würde. Um so einen Schulgarten langfristig am Leben zu erhalten, brauchst du mindestens 2 Leute, deren Herzblut das ist, die das irgendwie im Blick haben. Es ist immer wieder die Arbeit von einzelnen wenigen, die kontinuierlich da dran sind und die dann eben auch Freizeit hier reinstecken. Augustäpfel. Ferienende. Erntezeit. Das sind Möhre. Da, die Orangene. Ah, cool.
Tamina und Jamie haben sie genau da im April gesät. Da kriege ich ja voll Hunger. Röste! Oh, wie toll! Du hast eine echte Möhre. Und die ist richtig groß. Wahnsinn! Ich denke mir, das muss eine große Überraschung sein. Weil wer kann sich vorstellen, dass aus diesem Mini-Krümelchen eine Pflanze entsteht? Das kann ich mir selber nicht vorstellen. Das ist eine rote Beete. Und so eine Art von Erfolgserlebnis zu haben, dass aus diesem unscheinbaren Körnchen was rauskommt, was wir essen können. Und guck mal, wir haben Zwiebel. Ich finde, das ist ganz was Besonderes. Und ich glaube, dass es das deswegen auch für die Schüler ist. Schön. Aber die ist ja ein Prachtexemplar. Ich mag Tomaten aber nicht. Du magst keine Tomaten? Nee. Schade. Diesen Prozess von diesem Saatkorn zur Pflanze, das zu erleben, dadurch bekommt es einen Wert. Dass wir gesät haben, dass wir es pflegen, indem wir es gießen und auch indem wir es beobachten, auch dadurch bekommt sie einen Wert, weil wir eine Beziehung bekommen zu dem, was unsere Hände da geschaffen haben. Levin macht Basilikumpesto und Tamina gefüllte Mangoldblätter. Alles fürs Erntefest. Okay. Dienstag Kartoffelernte. Die Gartengruppe erntet den Lohn und hat viel gelernt auf dem Weg. Susanne Stöhr sieht in Zukunft alle Schüler im Garten. Das ist halt das Ding, dass dieser Garten für diese Schule ein großes Potenzial hat. Können die Chemiker hier was machen? Ja, können sie. Bodenproben haben sie schon gemacht. Können die Biologen hier was machen? Ja, natürlich, selbstverständlich, im Teich oder Insekten und so weiter. Die Künstler kommen hier rein und fangen an, hier ihre Staffeleien aufzustellen oder auch bildhauerisch mal zu arbeiten. Da kann ich mir alle möglichen Fachbereiche vorstellen. Ah, hier sind ganz viele. Hier ist alles voll. Das ist ja Wahnsinn. Die Quappen haben sich in Grasfrösche verwandelt. Die sind überall. Wir haben richtig viele. Richtig viele. Erntefest im Schulgarten. Es gibt Pellkartoffeln mit Basilikumpesto, Kräuterquark und gefüllten Mangoldblättern. Frau Stöhr hat die Party organisiert. Was wir jetzt ja getan haben, ist, dieses Wachsen zu beobachten. Ein Wachsen, das vor unseren Augen stattfindet. Und ich glaube ganz einfach, dass die Schüler ganz unbewusst ja mitkriegen, das habe ich ja gemacht. Das habe ja ich in die Erde getan. Und durch meine Händearbeit entsteht jetzt dieses Gemüse. Ja, senkt! Und ich glaube eigentlich, dass dadurch die Schüler innerlich auch wachsen. Sie wachsen an Fähigkeiten und an Erkenntnissen. Und auch Selbstbewusstsein natürlich. Und Vertrauen auch in etwas, was ich tue, dass das sowas Tolles hervorbringt. Ich glaube, dass das, und was sie auch nicht vergessen werden. Ich glaube, wir wachsen daran, wenn wir selbst etwas zum Wachsen bringen. Und Wachsen beobachten. Dann wachsen wir auch. Hey, guck mal, die Mauchräune! Erik, gib auch die Dreiecke, ne? Aber nicht lange, sonst schmeckt es halt nicht. Hier ist ein bisschen schön. Sonst schmeckt wirklich alles noch nicht. Ja, Jan schmeckt alles noch nicht. Oh, ich weiß ja niemand heute. Drei Packen. 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 Drei Packen